Hey, Vsauce, Kevin hier. Oh, Mitte Mai 2020 habe ich für mich entschieden, den Weg als Let's Player auf YouTube eine Chance zu geben. Nach schon 8 Monaten gibt es schon Eindrücke, Erkenntnisse und auch Entscheidungen, über die ich reden möchte. Mein Name ist Andrew Fox und heute möchte ich euch einen Einblick gewähren, wer ich früher war, wer ich versucht habe zu sein und für wen ich mich letztendlich entschlossen habe. Vor 8 Monaten wusste ich schon, der Weg als YouTuber wird nicht einfach. Nicht jeder teilt die gleiche Passion, die ich für VR hege. Auch damals meine zurückhaltende Art war für mich ein Hindernis, welches für mich als ein großes Problem darstellte. Ein Problem, an das ich arbeiten musste, um mein wahres Ich nicht vor meiner Furcht zu verstecken. Die Furcht, ausgelacht oder nicht wahrgenommen zu werden. Jedoch wurde ich überwiegend freundlich aufgenommen und habe gelernt, mich mit der Community auseinanderzusetzen. Eine Community, die durchaus meinen Content schaut und auch eine gewisse Art Erwartung an mich legte. Dies war für mich eine der größten Erfahrungen, aufgenommen worden zu sein. Dennoch stieg auch eine gewisse Anforderung an mich selber, gewisse Erwartungen erfüllen zu können. Ich begann zu kreieren, weil ich ein gewisses Maß erreichen wollte, um ja keinen Termin auszulassen. Die stetige Nutzung diverser Plattformen, um eine gewisse Reichweite zu generieren, stellte sich ebenfalls als ein zeitliches Problem dar. Dieser Drang, dieses gewisse Maß zu erreichen, hat mich sozusagen vom richtigen Weg abkommen lassen. Der Weg, Spaß an dem zu haben, was mich inspiriert, und das eigentliche Interesse, meine Visionen und Eindrücke, die ich in der VR-Welt bekomme, zu teilen. Jedoch versuche ich weiterhin, das Ziel zu erreichen, meinen Content bestmöglich und kreativ unter diejenigen zu bringen, die sich für das interessieren. Und freue mich weiterhin über jegliche Reaktion, positiv oder negativ, da dies mir zeigt, was ich besser machen kann, um meine Gedanken zu teilen. Ebenfalls hat in meinem Leben ein wichtiges Kapitel begonnen, welches meinen Hauptberuf betrifft, jedoch aber auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Dadurch bin ich gewissermaßen gezwungen, ein paar Gänge zurückzuschalten, um meine eigentliche Intention zurückzufinden, mich aber auch um das Wesentliche in meinem Leben kümmern zu können. Konkret heißt das, dass ich nicht mehr 3-mal die Woche hochladen werde, sondern vielleicht nur 2-mal oder sogar 1-mal nur. Ich werde mich weiterhin bemühen, ein breites Spektrum zu bieten, um keinen Bereich in der VR-Welt auszulassen. Denn für mich steht Qualität vor Quantität. Qualität, die für meine Identität stehen sollte und nicht jegliche andere Person. Ich hoffe, mit diesem Video dem einen oder anderen mehr Persönlichkeit bieten zu können, um zu zeigen, dass auch ich ein ganz normaler Kerl bin, der Spaß an dem hat, was er tut. Und sich nicht von seiner eigentlichen Person und schon gar nicht von seinem eigentlichen Ort auf der Welt verstecken muss. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, neben dem Let's Play, dann lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich auf weitere 8 Monate mit euch und hoffe, weitere Eindrücke und Erfahrungen mit euch sammeln zu können. Das war's vorerst von mir und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich wissen, was ihr darüber denkt. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, euer Andrew Fox. Ciao.